Oh, was geht ab, Leute? Hier. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich in Erfurt auf der Mac. Ihr könnt mir gerne folgen, um alles mitzuerleben. Auf jeden Fall Update von meinem zweiten Account. Viele fragen mich, Horm, wie sieht's aus? Machst du mal wieder ein Update? Wie weit ist der? Wie viele Millionen EP? Zeig mal deinen zweiten Account wieder. Spielst du den überhaupt noch? Machst du überhaupt Geschenke auf? Denn du machst mein Geschenk nie auf. Ja, der ist noch aktiv. Aktiv. Also ich spiele noch, aber nicht wirklich aktiv. Wirklich minimal, macht halt hier und da seinen Fine Raid Pass, seine Quest des Tages, sein Stop-Dreh des Tages, Fang des Tages und so weiter. Und natürlich die Spezialforschung. Und die hat er jetzt endlich fertig. Deswegen auf das Update, denn jetzt fängt erstmal Jirachi. Es ist soweit. Ihr wisst, der Kleine hat ein 100er Celebi. Und danach zeige ich euch ein kleines Update vom Kleinen, wie viel EP er hat und dies, das. Aber, und natürlich seine besten Pokémon, das fragen auch sehr, sehr viele Leute. So, kann ich das ohne R machen? Es geht ohne R. So. Die spielen jetzt ihren Song. Check das Video vom GoFest ab. War ein gutes Video. Gutes Video, aber auch eine gute Zeit. So, ja. Ihr wisst Bescheid. Dreimal werfen funktioniert nicht. Und dann beim dritten Mal geht's dann. Auf jeden Fall springt er jetzt raus. Ich glaube, der dritte Wurf ist der, wo er dann drin bleibt. Ja. So, und jetzt müsste er drin bleiben. Ist immer so gewesen. Großartig sogar. Genau. Dritter Ball drinnen. Pokédex Eintrag. Boom. So, 1369 ist nicht gut, schade, da hat er sich nicht noch einen 100er gegönnt. Jetzt das Update. Der hat eigentlich immer 200 Freunde, der Code ist irgendwo in meinen Videos mal versteckt. Jeder, der ihn findet, verdient es eigentlich, geerdet zu werden. Nur leider bin ich momentan halt auf Volt und es kann leider nicht mehr jeder geerdet werden, der den Code findet. Was ich schade finde, das war immer so eine Art Schnitzeljagd. Jeder, der sich die Mühe gemacht hat, den Code zu finden, den habe ich auch einfach geerdet. Vor allem, weil hier Leute sind, es fehlt ja nur noch eine Stufe, also eine Interaktion für beste Freunde und die machen es einfach nicht. Ich glaube, ich lösche den einfach. Der hat schon so lange gegeiert. Weg mit dir, Mann. Das ist nicht mal abnormal. So. Tut mir leid, aber ey, man kann es auch übertreiben. Ich habe gesagt, du kannst zünden, wann du willst. Ihr könnt übrigens öffnen, wann ihr wollt. Braucht ihr nicht mit mir abzusprechen. Und der Kollege hat einfach monatelang nicht geöffnet. Also C-Days, Raid-Days, alles verpasst und nicht geöffnet. Ja, und jetzt musst du einfach gehen. Tut mir leid. Auf jeden Fall 200 Freunde, aber man kann nur 20 Geschenke aufmachen. Deswegen alle, bei denen ich nicht öffne, es tut mir leid, aber es geht halt einfach nicht. Dann schauen wir uns ein paar Statistiken an. Jetzt nichts allzu Besonderes. EP natürlich. Erst bei 34 Millionen. Wie gesagt, die EP sind mir auf dem Kleinen egal, deswegen könnt ihr aufmachen, wann ihr wollt. Gelaufen. Nicht wirklich viel. Venture Sync funktioniert auch nicht immer bei ihm. Oder nicht immer. Beim alten Handy, bei dem jetzt, ich habe ja ein neues zweites Handy, da geht es eigentlich recht gut, deswegen sammelt es da eigentlich schon jede Woche. Jetzt schafft er auch jede Woche seine 50 Kilometer. Kanto 148, drei fehlen anscheinend noch. Sehen wir uns gleich aber noch an. 16.000 gefangen. 875 entwickelt, aber der entwickelt eigentlich gar nichts mehr. Puckstops gedreht, 5472, aber wie gesagt, der dreht eigentlich nur ein Stop am Tag. Gekämpft hat er ein bisschen, aber jetzt auch nicht so viel. Johto, da fehlen glaube ich 4. Hatte Johto 100, ich glaube schon. Gefüttert. Jetzt habe ich auch angefangen wegzuschmeißen. Ich habe eigentlich immer versucht zu füttern, damit er Staub bekommt und seine Pokémon maxen kann, aber ich setze ihn auch nicht mehr die ganze Zeit in Arenen, dementsprechend schmeiße ich in letzter Zeit auch Bären weg. Höhen 122, beste Freunde 71, getauscht, 5000, 300 irgendwas, gebrütet, nur die freien Inkubatoren und das, was er halt aus irgendwelchen Missionen erhält. Kleiner Radfratz juckt nicht, Pikachu juckt nicht bei ihm. Normale Raids, das ist das, was er hauptsächlich macht, irgendwelche Absol-Raids, Alola Knogger und so, Raichu, die er mir dann rübertauschen kann. Früher natürlich eine Menge Legendary Raids gemacht, aber jetzt auch nicht mehr, da 385. Ranger Quest, wie gesagt, hauptsächlich nur die Quest, damit er
den Feldvorstoßdurchbruch bekommt, aber auch irgendwas. Einen Kader habe ich, glaube ich, mit ihm auch ziemlich hart gesuchtet. Pandir? Nee, Pandir nicht, weil da war mein Handy kaputt. Mein zweites Handy. Also kaputt, das war nicht kaputt. Pokémon ging einfach nicht mehr drauf. Zu alt das Handy. Getauscht juckt nicht. Sinnoh. Aber wie gesagt, den Pokédex schauen wir uns gleich noch an. Cognito, die vier Buchstaben von der Mac von 2018. Und ja, den habe ich am Anfang auch immer gemacht bei ihm, damit ich Farbigel hatte zum Übertauschen. Eins davon ist 100% geworden und seitdem mache ich es nicht mehr. Einmal erlösen, Krypto, er macht eigentlich gar keine Kryptowahl. Das sind Spezialtausch und da mache ich lieber andere Sachen. Genau. Goldalien hat er sogar ein paar, weil das sind halt die hier in der Gegend. Nach Punkten muss man sortieren. 5. Und ein paar kurz vor Gold. Dann schauen wir uns noch den Pokédex an. Denn das interessiert auch viele. Er hat kein Glugak und kein Turtok. Nie durchentwickelt für ihn. Was hat er sonst nicht? Er hat kein Goldking. Und er hat sich mal gesehen. Das ist komisch. Die ganzen Regionalen hat er sogar jetzt beim Event Ultra Bonus Woche 3 gebrütet. Freie Brutmaschine, nichts reingecashed. Der ist immer noch free to play. Und daran wird sich eigentlich nichts ändern. Gen 2 fehlt ihm Impagator. Und irgendwas 182. Ich glaube ein Baby oder sowas wahrscheinlich. Fluffelluft kann das sein? Nee. Boah, keine Ahnung. Skagaborn natürlich nicht. Zedra King nicht entwickelt. Und das war's. Gen 3. Die ganzen letzten Stufen halt nie entwickelt. Weil braucht er halt nicht. Kein Stolos, kein Illumis natürlich regional, kein die Schildkröte da, Quirtle. Kein Fibitis, er hat die Quest natürlich nicht gemacht, weil er hatte keine ausländischen Eier mit 10.000 Kilometer Entfernung. Die regionalen fehlen, die Zweigentwicklung von Perlo fehlt, Jirachi hat gefangen. Was vielleicht interessant ist, Raid-technisch, wie viel er da gemacht hat. Ein Regi-Eis, 14 Regi-Rock. Regi-Stil, Latias. Er hat sogar ein 100er Latias gefangen. Latios, Kyogre, 100er Kyogre auch am Start. Shiny Godon hat er gefangen. Rayquaza. Er hat sogar ein Glücks-Rayquaza. Dann Gen 4, da fehlt noch eine Menge. Offensichtlich sehr schwach. Legendäre wieder. 17 Dialga. 16 Palkia, 30 Heatran, krass. Er hat so viel geradet. 50 Giratina, 36 Cressida, Respekt. Und dann kommt auch schon Gen 5, da offensichtlich geht da nicht so viel. Und was noch interessant sein könnte, natürlich seine besten Pokémon. Der ist übrigens auch ohne Map, weil ja, seitdem es ihn gibt, gibt es keine Map mehr wirklich. Dementsprechend ist eigentlich alles 100% ohne Map. 100% ohne Reincashen. Wirklich legit eigentlich. Abgesehen davon, dass halt mein zweiter Account ist. Hat 298er Mewtwo. Aber nicht vom Ultra Bonus, sondern das erste Mal, wo er zurückkam. Mit der schlechten Psycho-Attacke sozusagen. Er hat nicht viel geradet, immer nur der freie Raid Pass, aber hat sich einfach 298er gegönnt. 100er Kyogre, wie gesagt, das war episch. Seitdem läuft er eigentlich nur mit dem rum. Für die Bonbons. Irgendein random Grodon, ich weiß gar nicht. So schlecht war der nicht. 93, oder? Ja. Noch ein random Kyogre. Glaube ich auch 93. Ja. Rayquaza Lucky. IV ist egal. Hauptsache Lucky. Billig zum Hochpushen. Ihr seht es gar nicht so toll, aber egal. Es macht nicht so einen großen Unterschied. Genauso wie Lucky Metagross. Lucky Dragogan. Lucky Despotar mit der CD-Attacke. Brutaland 98 vom Seeder gefangen. Ein altes Souvenir von meinem Account rübergetauscht. Shiny Metagross vom Seeder. Werde ich mir irgendwann mal rübertauschen, wenn wir lucky sind. Der ist sogar schön gemaxt, da muss ich das nicht mehr machen. Staub gespart. Zweites Rayquaza ist in Bearbeitung. Da fehlen noch die Bonbons und der Staub. Hat auch lucky bekommen. Palkia, irgendein random Palkia, der gar nicht so schlecht war, glaube ich. Hochgepusht. Ja, 96er Palkia. Könnte ich mal ändern hier. 96. Dann hat er die ganzen alten Gagados, die ich rübergetauscht habe, um irgendwelche Lucky-Pokémon zu jagen.
Und ein paar von denen sind dann auch Lucky geworden. Die waren natürlich schon alle relativ hoch. Ein Lucky Raikou hat er getauscht mit Mugat, als er Glücksfreunde wurde mit ihm. 98er irgendwo mal gefangen, ich weiß nicht mehr wo. Hat er gemaxt. Also er hat mehr bessere Mammutteile als ich. Ich habe nur einen gemaxt. Hier nochmal ein Lucky Despoter. Lucky Godoir. Die meisten Sachen versuche ich hier, das 100er Latias. Die meisten Sachen versuche ich einfach recht billig hochzuziehen. Lucky Machomai auf Max. IV-technisch natürlich auch nichts Besonderes, aber es war Lucky, es war billig, wieso nicht. Danach 98er hatte bekommen, den habe ich schon angefangen hoch zu pushen. Getauscht und an Lucky 98 gewonnen. Ansonsten noch ein Lucky 96er Mewtwo, also der hat demnächst eine klasse Mewtwo-Armee, wenn mal die Bonbons kommen. Parades hier gemacht, aber ansonsten war es sogar 96er ganz viele gefangen. Quasar, aber lieber ein paar Luckys, weil der hat nicht so viel Staub und Bonbons. Bonbons natürlich ist egal bei Lucky. Noch ein paar Mammutteller hat er am Start, aber da braucht er die Bonbons, Keifel auch. Das war es eigentlich auch schon. Und hier das 100er Celebi. Wir schauen es uns nochmal an. 100% Celebi. Falls man die irgendwann mal tauschen kann. Und falls es irgendwann mal eine Option gibt, wo man die IV behalten kann. 100er Celebi, Alter. Ja, und ansonsten hier und da mal ein paar Shinies. Der checkt nicht so viele Shinies, aber hin und wieder fange ich einfach mal ein paar Pokémon und die sind dann echt random Shiny. Aber meistens halt nicht. C-Days macht er mit, solange er kann. Bis sein Beutel voll ist oder keine Bälle mehr da sind, dann wird er weggepackt. Also meistens zockt er nicht mal die 3 Stunden durch. Und das ist der Account. Für alle, die gefragt haben, hier ist euer... Für alle, die gefragt haben, hier ist euer Update vom zweiten Account. Ja, der wird noch gespielt, aber nicht wirklich aktiv. Falls ihr ihn geadded habt, bitte seid nicht traurig, dass keine Interaktion zustande kommt. Aber mehr geht halt nicht als 20 Geschenke am Tag öffnen. Hier und da verschickt er mal ein Geschenk, aber nicht wirklich viele. Das waren seine Top-Pokémon. Ohne Map. Ohne reinzucashen. Level 40 ohne reinzucashen. Sein Team kann sich eigentlich sehen lassen. Ist eine gute Verstärkung bei Raids. Wenn ich mal keinen Pass mehr habe und die Leute hier aus der Nachbarschaft oder so Verstärkung brauchen, komme ich halt mit dem Kleinen. Oder wenn wir unterwegs sind und irgendjemand fliegt raus und wir haben schon den Raid durchgemacht, er packt seinen Zeitaccount nochmal raus und hilft den Leuten. Also eine nette kleine Hilfe. Aber wirklich aktiv wird er nicht gezockt. So wie manche, die gleichzeitig echt dual beide zocken und beide hochziehen und beide gleichwert sind. Bei mir ist es nicht so. Der ist einfach nur kleiner netter Zeitvertreib. Aber das war's von mir, Leute. Wie gesagt, ich bin in Erfurt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.